Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Martin Schmidt hat in seiner Skisprungkarriere vieles miterlebt. Mit 6 springt er das erste Mal von einer kleinen Schanze. Bereits mit 13 wird er in den Nachwuchskader des DSV aufgenommen. 1997 dann, mit 19, sorgt er bei der nordischen Ski-WM in Trondheim für Furore. Bronze im Teamwettbewerb unter anderem mit Dieter Thoma. Der Beginn einer Ära, die es in dieser Form im deutschen Skispringen noch nie gegeben hat. Mit Bundestrainer Reinhard Hess, seinem Heimtrainer Wolfgang Steiert und natürlich seinem Trainingspartner Sven Hannawald gewinnt das deutsche Team in den nächsten Jahren fast alles, was es zu gewinnen gibt. Skispringen wird nicht nur in Deutschland zu einem Event. Schmidt und Hannawald werden wie Popstars gefeiert. Martin Schmidt gewinnt bei 2 nordischen Weltmeisterschaften 6 Medaillen, davon 4 goldene und 2-mal den Gesamtweltcup. Auch bei Olympia sorgt das deutsche Team für goldene Zeiten. 1998 müssen sie sich in Nagano noch mit Silber begnügen. 2002 dann in Salt Lake City sind Schmidt und Co. nicht zu schlagen. Olympiasieg. Was dann folgt, ist eine lange Leidenszeit mit nur kurzen Lichtblicken. Verletzungen, Formkrisen und Erschöpfungserscheinungen. Martin Schmidt gewinnt seinen letzten Weltcup im März 2002 in Lahti. Und ich glaube, nur solche Charakter bleibt so lange Zeit in Skispringen. Und auch so, ich glaube, meine ist auch gleiche. Und darum, wir sind nicht so jung, aber wir sind immer da. Skispringen ist Martin Schmidts Leben, seine Profession. An Aufhören hat er selbst nie gedacht. Martin Schmidt ist ein Vollprofi, wie man sich nur wünschen kann, der seinen Sport liebt, der trotz aller Hoch und Tiefs, trotz aller Erlebnisse, die nicht immer angenehm waren, aber trotz aller großen Erfolge, eigentlich nie die Wurzeln seines Sports verloren hat. Den vorerst letzten großen Erfolg feiert die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Vancouver. Auf der Skisprunganlage in der Nähe von Whistler Mountain sind nur die übermächtigen Österreicher stärker. Silber im Teamwettbewerb für Andreas Wank, Michael Uhrmann, Martin Schmidt und Michael Neumeier. Die kommenden Aufgaben sind wie immer zum Jahreswechsel die Vierschanzentournee mit dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen und die nordische Ski-WM in Oslo am Neuen Holmenkollen. Natürlich macht man sich Gedanken, wie lange es noch weitergeht, aber ich war jetzt nie konkret damit beschäftigt, direkt aufzuhören oder Schluss zu machen im Skispringen. Also das wird jetzt irgendwann soweit sein, wann weiß ich noch nicht, aber ich hatte jetzt nie so Zweifel an mir, dass ich gesagt hätte, ich lasse es. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich.